Hallo, in diesem Tutorial geht es um den Nachfedern Deformer von Cinema 4D. Wir stellen dazu ein Würfelobjekt, geben diesem jeweils 10 Unterteilungen in X, Y und Z Richtung und werden nun eine kleine Animation erstellen, denn unser Nachfedern Deformer braucht irgendeine Form von Bewegung, die wir hier eben mittels einer Positionsanimation für unseren Nachfedern Deformer hier bereitstellen, und wir sehen, dass wir unseren Würfel eben in der Position etwas animiert haben. Nun haben wir unseren Würfel ausgewählt, drücken die Umschalttaste und rufen unseren Nachfedern Deformer auf. Und wenn wir nun unsere Animation abspielen, sehen wir, dass unser Würfel hier etwas nachfedert. Schauen wir uns einmal die Objektattribute an, und zwar können wir hier einstellen, wie stark sich eben unser Nachfedern-Deformer auf unser Würfelobjekt auswirken soll, indem wir hier unseren Slider hier verschieben. Und wenn wir das Ganze auf 0% stellen, findet eben keine Federung statt oder Nachfederung statt. Und je höher wir das drehen, umso mehr Federung haben wir eben. Wir können unseren Timeslider natürlich auch über 100% drehen, um hier eben noch eine extremere Nachfederung auf unser Würfelobjekt wirken zu lassen. Ich stelle das Ganze mal wieder hier auf 100% und wir schauen uns noch hier beim Anhalten an. Wenn wir hier einen Haken reinsetzen, sehen wir eben, dass unsere Federung erst stattfindet, wenn unser Würfel angehalten ist. Setzen wir hier wieder einen Haken raus, sehen wir, dass wir schon deutlich mehr Nachfederung bekommen. Schauen wir uns einmal das Steifheit-Attribut an. Mit dem Steifheit-Attribut können wir quasi unsere Federung einstellen, also harte Federung oder weiche Federung. Bei 100% haben wir eine harte Federung. Wir sehen, dass hier im Prinzip kaum nachgefedert wird. Und je weiter wir das runterstellen, also in Richtung 0% kommen, umso weicher ist unsere Federung eingestellt. Wenn wir natürlich auf 0% gehen, haben wir eine so weiche Federung, dass unsere Feder quasi in die Unendlichkeit gezogen wird und unser Würfel gar nicht mehr nachkommt. Ich stelle das Ganze mal hier auf 20% ein. Das ist ein guter Mittelwert, um hier eben ein schönes Ergebnis zu erreichen. Mit dem Strukturattribut können wir eben einstellen, wie sehr unsere Ausgangsform wieder beim Nachfedern erreicht wird. Also wenn wir hier eine Punktedeformation haben, die eben über ein Skin-Objekt oder einen anderen Deformer stattfinden kann oder eben über eine Vertex-Map. Mit dem Dämpfungsattribut können wir eben einstellen, wie sehr unsere Federung hier abgedämpft wird. Wenn ich das auf 100% einstelle, sehen wir, dass wir hier eigentlich quasi keine Nachfederung mehr haben und hier auch sehr weich reingegangen wird ins Ende. Und je weniger ich hier einstelle, also 0%, umso mehr Nachfederung haben wir, also umso mehr wird das Ganze hier wackeln. Schauen wir uns einmal hier den Expertenmodus an. Und zwar können wir hier die Federn einstellen. Wenn ich hier auf 0 einstelle, haben wir natürlich keine Federn und es wird auch keine Nachfederung stattfinden. Und je mehr Federn wir unserem Objekt geben, umso mehr wird es dauern, bis hier überhaupt angefangen wird, in unsere Animation reinzugehen. Und umso länger dauert es auch, bis eben unsere Nachfederung hier sich auf unser Objekt auswirkt. Wir sehen das, wenn ich das Ganze hier mal auf 200 Bilder einstelle, sehen wir, dass unser Würfel hier erstmal ganz langsam wieder hier reingeht und dann eben hier sehr, sehr langsam auspendelt in seiner Ausgangsform. Also hier ist auch wieder ein guter Mittelwert einzustellen oder ein relativ geringer Wert. Also ich sag mal hier 10 Federn sollten hier doch optimal sein für unseren Würfel. Und wenn wir uns hier mal den Iterationsattribut anschauen, sehen wir eben,
dass wir hier einstellen können, wie oft unser Nachfeedern-Algorithmus auf unser Würfelobjekt berechnet wird. Also je weniger ich hier einstelle, also 1, umso ungenauer wird unsere Berechnung und umso mehr wird hier auch nachgefedert. Und je höher wir das drehen, umso genauer wird unsere Berechnung und natürlich wird hier auch weniger nachgefedert dadurch. Wir müssen hier wissen, dass wir, wenn wir das Ganze höher einstellen, unseren Computer auch mehr auslasten. Also der muss hier öfters berechnen. Sie sehen also, dass man hier mit diesen Attributen doch schon relativ viel rumspielen muss, um eben eine gewünschte Nachfederung oder eben seine gewünschte Nachfederung zu erreichen. Schauen wir uns noch einmal an, was es eben hier mit den Vertex Map auf sich hat. Und zwar müssen wir unser Würfelgrundobjekt natürlich in ein Polygonobjekt umwandeln und eben nun in den Punktebearbeiten-Modus gehen, um hier unsere Punkte zu selektieren. Und wir sehen, dass wir hier mit unserem Selektionswerkzeug nun ein paar Punkte auswählen können. Und hier eben im Menü Selektieren ganz unten eine Punktewichtung setzen können. Diese stellen wir hier einmal auf 100% ein und können nun unsere Vertex Map in das Steifheit Attribut hereinziehen. Und wir sehen nun, wenn wir unsere Animation abspielen, dass unsere Nachfederung sich ganz, ganz anders auswirkt auf unseren Würfel. Und zwar eben auf unsere Punkte. Und wenn wir hier die Steifheit sehr hoch drehen, also auf 100%, sehen wir, dass in den Bereichen, in dem unsere Wichtung sitzt, eben relativ wenig Deformation stattfindet und eben im roten Bereich sehr, sehr viel Deformation stattfindet. Also mit dem Vertex Map können wir unsere Nachfederung punktgenau einstellen. Gut, löschen wir mal wieder die Vertex Map und schauen uns im Nachfedern Deformer einmal den Tab Kräfte an. In diesem Tab können wir verschiedene Kräfte aus unserem Simulieren-Menü herauswählen, also aus unserem Partikelsystem. Wir wählen hier einmal die Turbulenz aus und können diese nun hier hereinziehen. Und wenn wir unsere Animation abspielen, sehen wir erstmal noch relativ wenig. Das liegt eben daran, dass wir hier im Turbulenzobjekt unseren Modus auf Kraft stellen und hier einmal die Stärke auf 200. Und wir sehen schon, was hier passiert. Und natürlich können wir die Skalierung etwas hochdrehen, um eine schönere Deformation zu bekommen. Also mit dem Kräfte-Tab ist es natürlich möglich, auch mehrere Kräfte auf unseren Nachfedern Deformer und somit dann auch auf unser Objekt wirken zu lassen und das Ganze sozusagen miteinander zu kombinieren. Gut, schauen wir uns hier im Nachfedern Deformer einmal noch den Cache-Tab an. Und zwar müssen wir uns dazu einmal überlegen, dass ja unser Computer bei jedem Frame unsere Nachfedern-Deformation berechnen muss. Und um diese nun nicht mehr berechnen zu müssen und eben Bild für Bild abzuspeichern, können wir hier eben unseren Cache-Tab aktivieren. Und wir sehen, wenn wir nun auf Berechnen klicken, wie hier einmal durch unsere komplette Deformation durchgegangen wird und Bild für Bild in unseren Cache eben abgespeichert wird und dieser benötigt hier für diese Animation eben 2,77 Megabyte. Wir haben hier ein Limit für unseren Cache gesetzt, das liegt eben hier bei 20 Megabyte. Gut, den Cache
müssen wir bei jeder Änderung eben aktualisieren oder neu berechnen lassen. Wir können auch unseren Cache leeren, dann ist eben das Ganze hier wieder gelöscht aus unserem Cache. Und wir können das Ganze eben abspeichern und dann eben nochmal neu laden auf unseren Nachfedern die Former. Was hier eben das Schöne ist, die Animation läuft ziemlich flüssig ab. Wenn wir hier in den Modus Projekt einmal reingehen und oder in unsere Ansichtseinstellungen und uns hier eben für das HUD einmal die Frames anzeigen lassen. Wo haben wir sie? Bilder pro Sekunde. Sehen wir, dass wir hier fast 200 Bilder in der Sekunde haben und sogar mehr, sogar erreichte 250 Mal. Und wir haben eben hier die Besonderheit, dass wir unsere Animation auf der Zeitleiste versetzen können. Wenn ich hier zum Beispiel mal 40 eingebe, sehen wir, wenn wir unsere Animation ablaufen lassen, dass erst bei 40 eben diese Deformation abgespielt wird. Und was eben noch schön ist, dass wir unsere gespeicherte Animation skalieren können, also in der Geschwindigkeit her. Wenn ich das hier hochdrehe, wird diese eben schneller abgespielt und wenn ich das runterdrehe, wird sie eben langsamer abgespielt. Also, den Cache immer verwenden, wenn man Motion Blur verwendet und wenn man über Netzwerk rendert. Denn bei Netzwerkrendern berechnet jeder Computer die Animation für den Nachfedern Deformer anders und es werden ganz, ganz komische Ergebnisse rauskommen. Auf jeden Fall nicht mehr das, was wir hier in unserer 3D-Ansicht sehen. Ja, das war's soweit zum Nachfedern Deformer. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann.